So Leute, jetzt gibt es, wer hat Megalodon und Titanoboa wirklich getötet? Leute, das Video ist von Riddle.de. Schaut gerne vorbei, lasst ein Like und ein Abo da und go! Natalie Wood, Bruce Lee, Notorious B.I.G. Die Mörder dieser Menschen sind bis heute unbekannt. Also, ich weiß, hä? Aber es gibt Kriminalfälle voller Fragen und Ungereimtheiten, die ein paar Millionen Jahre lang ungelöst bleiben. Wer hat die riesigen, kaltblütigen, prähistorischen Monster namens Megalodon und Titanoboa getötet? Die Ermittlungen stecken in einer Sackgasse, denn es ist schwer zu begreifen, wer oder was diese Monster besiegen konnte. Augenzeugen gibt es schon lange nicht mehr und die Beweise wurden von der Zeit zerstört. In diesem Video nehmen wir die Ermittlungen wieder auf und finden heraus, wie konnte eine tödliche Strahlendosis an den Tatort gelangen? Können wir dem Alibi der weißen Haie trauen? Und vor allem, wer hat die prähistorischen Mega-Raubtiere getötet? Ja, so ein Asteroid oder nicht? Oder? Ich hab nicht dumm? Vermutlich. Der Megalodon ist der größte Raubhai in der Geschichte der Erde. Sein Körper war doppelt so lang wie der der heute existierenden weißen Haie. Obwohl einige Forscher annehmen, dass er viermal so groß war. Die Zähne des Megalodon waren außerdem doppelt so lang wie die seines Zeitgenossen. Und die Beißkraft entsprach der Fallkraft eines riesigen Kreuzfahrtschiff-Ankers, der bis zu 11 Tonnen wiegen kann. So konnte der Megalodon die Brust eines kleinen Wals mühelos zerlegen. Wenn ein Megalodon Beute sah, rammte er sie und versuchte, ihre Knochen zu brechen und alle lebenswichtigen Organe unter dem Brustkorb zu beschädigen. So starben die armen Kreaturen schnell an ihren schweren inneren Verletzungen. Ja, Moment mal, aber das hier ist doch kein Megalodon gerade. Das ist doch irgendwie, keine Ahnung, was für ein Willi. Obwohl der Megalodon buchstäblich ein Superraubtier an der Spitze der Nahrungskette war, ist er ausgestorben, vermutlich vor 2,6 Millionen Jahren. Aber wer könnte die Nerven haben, dieses Unterwasserungeheuer anzugreifen? Schauen wir uns die Liste der Verdächtigen an. Verdächtiger Nummer 1, der weiße Hai. Du wirst vielleicht sagen, hops, meinst du den Verlierer, der einem echten Meereswahnsinnigen wie dem Megalodon nicht das Wasser reichen kann? Der kleine Fisch konnte seinem Rachen kaum entkommen. Komm schon. Ich stimme dir ja zu, es ist seltsam. Aber der weiße Hai hat den Megalodon nicht im wahrsten Sinne des Wortes getötet. Die Sache ist doch die... Ah, verdrängt. Irgendwie so von der Nahrungskette oder so. Dass sich die großen weißen Haie nach und nach auf der ganzen Welt ausbreiteten und die Megalodons daran hinderten, in Frieden zu leben. Das lag daran, dass beide Arten dieselben Vorlieben hatten. Kleine Wale. Obwohl die großen weißen Haie kleiner waren als der Megalodon, blieben sie genauso wild wie alle anderen Vertreter dieser Art. Ihre geringere Größe und größere Beweglichkeit konnte ihnen einen Vorsprung verschaffen. Der Megalodon hingegen griff stets nur aus dem Hinterhalt an und wagte es nie, seine Beute aktiv zu verfolgen. Er konnte keine hohe Geschwindigkeit erreichen und hatte eine sehr begrenzte Widerstandsfähigkeit. Vielleicht starb das Monster deshalb erschöpft und furchtbar hungrig. Oder vielleicht ist Verdächtiger Nummer 2 schuld und das ist eine Supernova. Sie ist so etwas wie ein Selbstmordattentäter aus dem Weltraum, denn ihre Explosion hat vielen historischen Tieren das Leben genommen. Der Blitz löste einen Regen aus, der aus Teilchen eines sehr schweren Elektrons namens Myon bestand. Er traf auf die Atmosphäre und trug zum Klimawandel bei. So begann das Massenaussterben der großen Meerestiere. Sie alle, auch der Megalodon, wurden verstrahlt und mussten sterben. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber das klingt alles eher wie eine Fiktion. Ach so. Es gibt die Vermutung, dass das Attentat von einer echten Verbrecherbande verübt wurde. Warum ist das ein Clip von Bad Boys? Und das ist der tektonische Plattenclan. Während des Pliozäns stieß die pazifische Platte mit der karibischen und der südamerikanischen Platte zusammen. Infolgedessen wurde der Atlantische Ozean kälter und salziger. Aber es ist wahrscheinlicher, dass dies dazu führte, dass sich die Megalodons über den ganzen Planeten verteilten, anstatt sie zu töten. Und da es keine stichhaltigen Beweise gibt, haben wir nicht das Recht, irgendwelche Verdächtigen zu verfolgen. Aber der Mordplan der Titanoboa, der ist noch komplizierter. Während Megalodon der Draufgänger im Meer war, regierte die Titanoboa das Land. Auch von der Größe her war sie dem Seeungeheuer ebenbürtig. Wenn wir die Titanoboa mit einer modernen Riesenschlange wie der Anaconda vergleichen, dann werden wir feststellen, dass das prähistorische Tier doppelt so lang und viermal so schwer war. Krass.
Außerdem war ihre Jagdmethode ganz anders als die der modernen Boa Constrictor. Denn sie erwürgte ihre Beute. Die Titanoboa tauchte teilweise ins Wasser und stürzte sich plötzlich auf die Beute, um sie mit ihren massiven Kiefern nahe der Luftröhre zu packen. Die Körpermitte der Titanoboa war deutlich dicker, was dafür sorgte, dass sie genug Platz hatte, um einen großen Fang zu verschlingen, den man damals finden konnte. Junge, die hätte mich einfach so weggesnackt. Die kommt an, ich denke mir nur so, scheiße, Mann. Vor allen Dingen, die ist bestimmt auch schneller als ich. Also, gibt es da irgendeine Möglichkeit, der zu entkommen? Frage ist also, wer es wagen könnte, ein so gefährliches Raubtier anzugreifen? Verdächtiger Nummer 1, eine kalte Welle. Ja, sie tauchte bereits als Beschuldigter im Fall der Tötung einiger Dinosaurier auf. Während des Paläozäns herrschte im heutigen Peru und Kolumbien ein tropisches Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit und durchschnittlichen Lufttemperaturen. Also perfekt für kaltblütige Reptilien. Und je wärmer das Klima war, desto größer wurden sie. Als die Temperaturen zu sinken begannen, war es für die Titanoboa problematisch, ihren Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Aber das ist kaum das, was das Riesenreptil vollständig auslöschen könnte. Es ist wahrscheinlicher, dass es durch eine kleinere Art ersetzt wurde, die kein Problem damit hatte, bei niedrigeren Temperaturen zu überleben. Das ist Verdächtiger Nummer 2, Kohle. Hast du schon mal von der Cerrejón-Formation gehört? Nee. Heute ist sie die größte Kohlemine in Kolumbien. Aber vor langer Zeit war sie von der Titanoboa bewohnt und voller üppiger tropischer Wälder und Flüsse. Die Kohle, die heute in der Region zu finden ist, besteht aus den Fossilien all der Pflanzen und Bäume, die einst das Zuhause der Titanoboa waren. Als sich ihr natürlicher Lebensraum zu verändern begann, gelang es der Schlange einfach nicht, sich daran anzupassen. Aber auch das ist nur eine Vermutung. Ich frage mich, wer der dritte mysteriöse Verdächtige ist. Und das ist... was? Megalodon? Hä? Wissenschaftler glauben, dass sie in verschiedenen Epochen gelebt haben, aber alle Angaben sind nur sehr grob. Und es wird noch verdächtiger, wenn man bedenkt, dass es keine Spuren mehr von ihnen gibt. Das Verschwinden dieser Giganten ist genauso wenig erforscht wie der Weltozean. Und genau hier könnten sich die beiden treffen. Ach, Quatsch. Stell dir vor, dir ist kalt. Du hast nichts zu essen und die Welt um dich herum ist voller Strahlung. Also geht die Titanoboa einfach ins Meer? Hat die überhaupt Bock auf Salzwasser? Was wäre, wenn diese Raubtiere einfach anfangen würden zu wandern? Fast alle Arten haben das im Laufe der Zeit getan. Nach der Supernova-Explosion konzentrierten sich die Myonen in den Küstengewässern, aber in großen Tiefen war die Strahlung weniger tödlich. Der Megalodon könnte also beschließen, dorthin umzusiedeln und nie wieder an die Oberfläche zurückzukehren. In diesen Tagen können wir die Wanderung der Klapperschlangen auf der Hochebene der Great Plains in Kanada beobachten. Für ein Reptil, das Gefahr wittert und Hunger verspürt, ist nichts Ungewöhnliches dabei. Die Titanoboa könnte das Gleiche tun, auch wenn sie sich vielleicht in eine andere Umgebung statt in Wälder zurückzieht. Diese Schlange lebt in der Nähe von Gewässern. Außerdem gibt es eine Theorie, die besagt, dass sie auch Fische gejagt hat. Vielleicht hat die Titanoboa irgendwann beschlossen, unter Wasser zu gehen und von Kolumbien aus über den Ozean zu wandern. Ey, Schlangen sind auch einfach krasse Tiere, oder nicht? Einfach Tauchschlangen. Das sind Tauchschlangen. Die meisten Megalodons waren angeblich zwischen Nord- und Südamerika zu finden. Der schnellste Weg zu warmen Gewässern kreuzte die Route, der auch die Titanoboa folgte, die bereit war, sich dem Äquator zu nähern. Höchstwahrscheinlich sind sie sich irgendwo dort begegnet. Lasst uns versuchen, ihre angebliche Begegnung zu simulieren. Die gigantischen Schlangen und Haie würden... alles klar. Ich sag, der Megalodon hat die Titanoboa wie so eine Nudel weggelutscht. Auf jeden Fall in ein Handgemenge geraten. Bisschen Spaghetti. Kiefer der Megalodons würden selbst solche Riesenschlangen mühelos durchbeißen. Easy. Aber ich kann nicht ausschließen, dass die Titanoboa die gigantischen Haie als Reaktion darauf getötet hat. Und das scheint umso wahrscheinlicher, als die Skelette der Megalodons, die zu den Ermittlungen beitragen könnten, ja nie gefunden wurden. Es gab zwar einige Hinweise, wie zum Beispiel ein paar Gräten, die zu einem riesigen Fisch gehörten. Aber die Gerichtsmedizin hat nie bewiesen, dass sie etwas mit dem Megalodon zu tun haben. Aber auch dafür gibt es eine Erklärung. In den Mägen von Schlangen gibt es eine spezielle Säure, die dem Reptil hilft, den Knochen der Beute das Kalzium zu entziehen, indem es sie zerfrisst. Und die Überreste des verschluckten Körpers werden durch Verdauungsenzyme beseitigt.
Deshalb gibt es auch keine Skelette von Megalodons. Ja, die wurden ja nicht alle von Schlangen gefressen, die Megalodons. Oder vielleicht sind doch beide schuldig. Die Titanoboa und der Megalodon könnten zum eigenen Aussterben beider Arten geführt haben. Nein. Aber wenn ihr Tod nicht durch Weltraumexplosionen oder Klimaveränderungen, sondern durch die Konfrontation zwischen ihnen verursacht wurde, besteht die Möglichkeit, dass beide Populationen, zumindest sehr kleine, heute noch irgendwo existieren. Ich habe beschlossen, ich glaube nicht, dass es Megalodon noch gibt. Egal wie tief im Meer und auch so eine irgendwie Weise zu finden. Im Internet gibt es Videos, die einen ungewöhnlich großen Hai zeigen, der dem Megalodon ähnelt. Ja, sein Aussehen stimmt nicht wirklich mit der zusammengesetzten Skizze überein. Aber selbst wenn es kein Megalodon ist, könnte es ein Jungtier sein, das, wie Nemo, nicht auf seinen Vater gehört und beschlossen hat, an die Oberfläche zu kommen. Und heutzutage kann er dort angegriffen werden von gewöhnlichen Pottwalen. Ihre Fähigkeit, die Echoortung zu nutzen, wird ihnen bei der Megalodon-Jagd helfen. In der Zwischenzeit haben Delfinscharen ihren eigenen Stil, Haie zu töten, indem sie ihnen die Kiemen einrammen, um ihre Atmungsfähigkeit auszuschalten. What? Das bringt mich zu der Annahme, dass sich Megalodons höchstwahrscheinlich in der Nähe des Meeresbodens verstecken, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Aber wenn die Titanoboa auch noch lebt, warum gibt es dann kein Video mit ihr? Ja, sie hat noch keinen YouTube-Channel. Ich schätze, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Schlange wieder an Land kommt und von einer Kamera eingefangen wird. Wenn wir keine Titanoboas sehen, heißt das nicht, dass sie nicht existieren. Vielleicht hat ihre Wanderung nicht bei der Überquerung des Ozeans aufgehört. Die Art könnte sich noch weiter vom Äquator entfernt und die tropischen Gewässer Amazoniens erreicht haben. Die globale Erwärmung ist eine Bedrohung für uns, aber das bestmögliche Ergebnis für die Titanoboa. Nachdem sie sich an die neue Welt gewöhnt hat, könnte sie sich entscheiden, wieder herauszukommen und ihr Glück an Land zu versuchen, wo sie Alligatoren, Waschbären, Stinktiere und natürlich auch Touristen jagen wird. Ja, glaube er natürlich, klar. Der Fall ja. eines verschwundenen Megalodons und der Titanoboa ist sehr kompliziert. Und jede Hilfe, die du leisten kannst, wird zu den Ermittlungen beitragen. Was glaubst du, wer diese prähistorischen Giganten getötet hat? Ich glaub tatsächlich einfach die Zeit und die Evolution. Die waren einfach zu groß. Kreaturen, von denen wir noch nichts wissen? Unterwasser-Vulkanausbrüche? Oder ist alles unsere Schuld? Die Menschheit, die das Zuhause der Meeresbewohner verseucht hat. Hinterlasse einen Kommentar mit deinen Vorschlägen. Ja, okay, mach ich.